Ja, die dritte rote Kassette wollte ich sagen, also naja, Betonung liegt halt auf der dritte in diesem Fall. Problem ist nur, jetzt begann das Video und ich wollte nicht zu viel labern. Nein, gezogene Frau, ja, kaum zu sehen. Das ist halt diese Assistentin da, die wir eben sterben haben sehen. Nun wissen wir es, die ist auf jeden Fall schon mal tot. Ja, ich bin auf dieses Spiel mal durch eine gute Freundin gekommen. Mir sagt, dieses Spiel wäre tausendmal besser als Resident Evil und so. Ach ja, ein Steinspiegel, das tut mir leid, jetzt habe ich es nicht richtig gezeigt. Ein wunderschön polierter Stein, blank wie ein Spiegel. Er besitzt eine seltsame Macht. Sollten wir sterben, wird uns dieser Steinspiegel wieder ins Leben holen. Eine Gartenlaterne brennt auf dem Foto. Aber wie schon gesagt, ich bin durch eine sehr gute Freundin auf dieses Spiel aufmerksam geworden, beziehungsweise ich habe auch eine Art Trailer gesehen in einem Laden mal. Dieser war allerdings auf Japanisch. Ich dachte erst, das Mädchen würde ihren Vater suchen, weil ich halt kein Japanisch spreche, beziehungsweise mittlerweile ein paar Wörter, aber naja, vereinzelte Sätze von mir aus auch gern. Aber wie schon gesagt, ist halt schon ein paar Jährchen her, da war dieses Spiel noch nicht mal auf dem Markt und ich dachte mir, warum habe ich keine PlayStation 2? Ja, nun habe ich eine hier zu stehen und so und konnte dieses Spiel auch spielen. Muss sagen, die japanische Synchro ist um einiges besser. Also ich habe mir auch schon von den anderen Teilen die japanische Synchro angehört. Besitze die ersten drei Teile, wie ich glaube ich auch schon sagte, die ersten zwei sogar für Xbox und PlayStation 2. Der dritte kam ja nicht mehr für die Xbox. Ja, was lässt sich noch sagen? Ich werde euch auch den vierten vielleicht von der Wii Let's Playen mal sehen. Ich besitze ihn noch nicht, aber ich werde ihn mir auf jeden Fall holen. Für mich ein Must-Have-Titel. Ah, die Kraft, die Tür verschloss, ist weg. Sehr schön, wir haben es geschafft. Findet ihr es nicht auch sehr gut? Ich persönlich finde es jetzt etwas sehr spät, dass die jetzt hier aufgetaucht ist und so. Ist zumindest meine offene Interpretation. Ich würde den Namen als Kiri aussprechen. Und das ist mit dem mal etwas merkwürdig. Das ist Kiri, yeah. Teil des runden Notizbuches. 12. September 13.45 Uhr. Mein sechster Sinn verrät mir, dass die Kinder spielen, dass hier Kinder spielen. Ich sehe sie nicht, aber sie rufen mich immer wieder. Spielen sie Fangen oder Verstecken? Vielleicht sind es die Kinder auf dem Foto. 12. September 16.30 Uhr. In dem Zimmer waren lauter Köpfe von Menschen, so unglaublich viele. Das Familienoberhaupt der Himuro hat sie abgehackt. Alle haben versucht, mir etwas zu sagen. Ich hätte niemals herkommen dürfen. Mein sechster Sinn hat mich gewarnt. Ja, sie hat den Zettel in die Akte gelegt. Ja, was ich noch sagen wollte ist, warum ich nicht probiert habe, das Zimmer zu verlassen, also das Haus am Anfang. Es geht nicht. Ich bin von der Macht versiegelt. Etwas Glänzendes liegt hier auf dem Regal. Ein Geisterstein, juhu. Zuschauerkind, ihr seht dort hinten hinter der Puppe war ein bisschen was Blaues. Es ist jetzt auch weg. Und so, naja. Ein neuer kleiner Kampf besteht uns bevor. Ja. Der Geist kann, wenn er will, Schaden fahren. Ich hoffe, er schafft es dieses Mal nicht. Scheiße, ich häng fest. Oder auch nicht. Glück gehabt. Scheiße. Oh. Und Sensor hat sich ein Problem, wie ihr seht. Ich habe mich so sehr daran gewöhnt, dass es im zweiten, dritten Teil teilweise etwas schwer sein kann, ohne zu spielen, wenn man es nicht hat. Aber ihr werdet auch sehen, ich schaff's ohne, aber ist halt schwerer. Soll's auf der Xbox den Sensor von Anfang angeben, werde ich euch das Spiel noch mal ein bisschen Let's Playen, ohne das Teil zu benutzen. Ich könnte es auch ausschalten, aber je weniger mich die scheiß Geister treffen, desto besser ist es. Desto schneller geht das und desto weniger Videos werde ich brauchen. Nächster Geist besiegt. Also in der ersten Nacht sind alle Geister sehr schwach noch.
Bis auf dem letzten, der diese Nacht auch abschließen wird. Ja. Natürlich ist immer ein bisschen langweilig mit dem Sensor, dadurch, dass es kaum einen Überraschungseffekt gibt, den ihr normalerweise hättet, wenn ihr dieses Spiel noch nicht durchgespielt hättet und so, aber wie schon gesagt, ich habe es eh schon durchgespielt und von daher nutzen wir das Ganze gleich. Wobei, es kommen noch stärkere Geister, fällt mir gerade so ein. Ich sollte mich mal lieber nicht zu weit aus dem Fenster beugen, ne? Die Blutspur geht weiter. Wie zum Beispiel sie! Sie ist absolut die Hölle! Und wir werden noch sehen, warum. Und sie kann die Hölle sein. Wenn sie es will und wenn sie es schafft. Und sie wird es schaffen. Ihr seht selbst, sie ist verdammt schnell. Glück gehabt. Das war kein Können gerade, das war pures Glück. Also, ja, das ist eigentlich oft Glück. Vielleicht denke ich auch, es ist die ganze Zeit Glück. Ich meine, ihr könnt mich einschätzen, wie ihr es möchtet. Ich möchte doch nicht behaupten, dass ich absolute Profi bin, aber ich kann nur sagen, ich denke mal schon eine Menge über dieses Spiel zu wissen. Ich habe schon gesagt, sowohl Xbox als auch PlayStation 2 Version durchspiele, wenn ich die Möglichkeit dazu habe. Die Unterschiede sind ganz einfach zu erklären. Xbox hat neue Modi und auch neue Kostüme. Ihr seht, die Blutspur wird immer größer und länger. Ja. Nun kommen wir hier rein und ich werde probieren, mal nicht so viel in falsche Richtungen jetzt zu laufen. Also mit voller Absicht werde ich nicht in falsche Richtung so viel laufen. Zum einfachen Grund, es würde die Aufnahme in die Länge ziehen und ich hätte mehr zu schneiden. Okay, ihr könnt mich zwar als faul bezeichnen, da habt ihr ja auch eigentlich recht mit, aber naja. Etwas Glänzendes liegt auf dem Boden. Feuerzeug. Es ist noch etwas Öl drin. Auf der Rückseite steht... Rückseite ist hier Takamine eingraviert. Mehrere Notizen. Er hat das schwarze Notizbuch. 14. September, 10 Uhr. Diese Frau, die Tomoe Kiri nannte, sieht genauso aus wie die Beschreibungen der Jungfrauen des Seilschreins in den Legenden. Und auch die Art und Weise, auf die Tomoe und Ogata starben, ähnelt den Todesfällen in den Legenden auffallend. Dann ist diese Frau also die Jungfrau des Seilschreins. Ich habe den Zettel in die Akte gelegt. Tja, jetzt sind wir scheinbar eventuell, wer sie ist. Vielleicht auch nicht. Vielleicht täuscht der Typ sich auch. Ich muss sagen, dieses Spiel wird überraschende Wendungen annehmen. Also ich habe es mir zwar schon im Voraus gedacht, ich möchte mich jetzt aber auch nicht so als Klugscheißer oder so darstellen, also aufspielen. Ich tue es gerade vielleicht ein bisschen, das gebe ich auch gerne zu. Vielleicht voll klugscheißermäßig rüberkommt. Aber was ich damit einfach nur probiere zu sagen ist, es sind so Dinge, viele Leute rechnen einfach nicht damit. Wenn man so viele Spiele gespielt hat wie ich, ja, ich weiß, das klingt jetzt noch mehr nach Klugscheißerei und so. Aber ist nun mal so, wenn man halt mehrere Spiele schon gespielt hat und die meisten auch schon durch, das ist die einzige Gartenlaterne, die nicht brennt. Also Feuerzeug verwenden, wenn man das halt so macht, sieht man, hing halt schon vorher. Feuerzeug verwendet. Da liegt etwas oben in der Gartenlaterne. Schwarzer Stein. Schwarze Gravur. Ein Stein, in den ein merkwürdiges Zeichen eingraviert ist. Auf der Rückseite ist ein Stecker. Eigentlich müsste gleich noch ein zweiter Geist hier kämpfen kommen wollen. Nein. Mit dem Glück. Also ich hatte schon das Pech, dass hier einfach ein Geist gleich gekommen ist und kämpfen wollte. Ja, diese Frau hasse ich auch. Keine Sorge, wir werden alles noch früh genug erfahren. Beziehungsweise wer eins und eins zusammenzählt, wird sich irgendwann früher oder später denken können. Sollte ich die ganzen Let's Plays so weit gemacht haben und so. Ja, ich weiß, ich hasse eine Menge Figuren. Aber die hier mag ich zum Beispiel ziemlich gern sogar. Also
In meinen absoluten Lieblingsfiguren aus Horrorspielen und auch aus Sim-Spielen, in meinen absoluten Lieblingsfiguren.